Deutschlands Schlagerradio. Radio B2 ist hier Deutschlands Schlagerradio. Chefsache, Macher im Gespräch. Herzlich willkommen. Mein Gast heute wurde am 24. März 1936 in Langenberg im Landkreis Gera in Thüringen geboren. Er ist verheiratet und Vater von 3 Kindern. Mittlerweile hat er auch schon Enkelkinder. Er war eines der prägenden Gesichter des DDR-Fernsehens. Er war nämlich Sprecher der Aktuellen Kamera, der Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens. Das war sozusagen die Tagesschau des Ostens, wenn Sie so wollen. Die Leser der einstigen DDR-Programmzeitschrift FF dabei wählten ihn 14 Mal zum Fernsehliebling. Nun schreibt er Bücher unter anderem über kleine und große Pannen beim Radio und beim Fernsehen. Hallo an Klaus Feldmann. Hallo Oliver. Ich bin mit Ihnen groß geworden, so als Kind im Berliner Wedding. Ja, ich konnte den Fernsehturm aus dem Wohnzimmer sehen und dann gab es nur 3 Programme, ARD, ZDF und das dritte Kooperation SFB, NDR und die beiden Ostprogramme, anfänglich noch schwarz-weiß. Und da saß Klaus Feldmann abends um 19.30 Uhr und hat die Nachrichten verlesen. 89, als die Mauer fiel, ausgerechnet 89, konnten Sie das nicht verkünden, weil Sie kurz vorher erkrankt waren. Schmerzt das eigentlich rückblickend, dass die Meldung über die neuen Reisefreiheiten von Angelika Unterlauf verlesen wurden? Nein, das war ja immer so. Es ist ja auch die Frage, ob ich zu diesem Zeitpunkt Dienst gehabt hätte. Das war ja immer ein eingeteilter Dienstplan. Und das nicht. Und im Nachhinein hatte ich im Grunde genommen Glück, weil ich viele Querelen, die danach entstanden sind, dass ich manchmal auch die Kollegen untereinander die Beine gestellt haben, nicht miterleben musste. Aber geschmerzt hat mich das nicht, weil... Es ist auch so eine Sache, weil dann viele Meldungen auch kamen. Man muss sich das vorstellen, man hat über viele, viele Jahre, ob man das nun immer so ernst genommen hat, ist eine andere Sache, aber hat man über viele Jahre die Größen der DDR-Politik immer gelobhudelt und so weiter. Und dann mit einmal fielen dann solche Worte wie Verbrecher und so weiter. Ich meine, ich habe das bei Brezhnev und bei Khrushchev auch erlebt, im Rundfunk und auch im Fernsehen, wie da plötzlich sich das alles verändert hat. Aber das war vielleicht auch ein bisschen Glück und Wohltun, dass man das nicht machen musste. Klaus Feldmann erzählt heute aus seinem Leben, ehemaliger Nachrichtensprecher des DDR-Fernsehens hier bei Radio B2, Chefsache, Macher im Gespräch. Schön, dass Sie, Herr Feldmann, hier bei mir sind und schön, dass Sie draußen am Radio auch mit dabei sind. Radio B2 ist hier Deutschlands Schlagerradio, Chefsache, Macher im Gespräch. Heute blicken wir ein großes Stück zurück. Mein Gast war Nachrichtensprecher im DDR-Fernsehen, eines der prägendsten Gesichter überhaupt, wenn man die Ostkanäle eingeschaltet hat, Klaus Feldmann. Er war sozusagen, haben viele mal gesagt, das sympathische Gesicht einer unsympathischen Sendung. Haben Sie das auch so empfunden? Naja, Nachrichten sind ja nicht etwas, wo man großes Lob und einheimsen kann. Nachrichten haben immer etwas Unangenehmes. Ja. Nicht? Da liegt ja Freud und Leid beim Inhalt immer sehr, sehr eng beieinander. Die Frage war ja immer, waren das wirklich Nachrichten? Ich meine, 28 Jahre lang haben Sie ja in so einer gewissen stoischen Grundhaltung die Erfolge des Sozialismus und die angeblichen Verfehlungen des Westens immer so vorgetragen. Ja, na, so wie sich wie man sich im Sozialismus eine Informationssendung vorstellte, so haben wir sie vorgetragen. Ja. Da waren wir von der Chefredaktion angefangen bis zum Sprecher eben nicht immer einer Meinung mit der Obrigkeit, aber wir waren, das muss man ja von vornherein sagen, es war eine ganz andere Ordnung, es war ja ein Staatsfernsehen und auch ein Staatsrundfunk und da wurden staatliche Aufgaben wurden da übertragen. Und die Texte kamen aus dem Politbüro direkt oder? Teilweise. Also nein, es kamen schon, die normalen Meldungen kamen über die Agentur, über ADN oder über DPA oder UPI, das haben wir ja auch alles verarbeitet, oder die Franzosen, AFP. Aber spezielle Meldungen, das waren dann die sogenannten Wortlautmeldungen, also zum Beispiel Meldungen über Grenzverletzungen, wenn Schüsse an der Grenze fielen. Das kam dann direkt aus der Agitationskommission des ZK, also des Politbüros. Teilweise wurden solche Meldungen auch mal von Honecker geschrieben, die dann bei uns eintrudelten über einen Sonderkanal. Und und an diesen Meldungen durfte überhaupt nichts verändert werden. Also der Sprecher sowieso nicht, aber auch die Redakteure. Nicht musste ein Komma, eins zu eins. Wortwörtlich, so wie wir es abends gebracht haben, stand es dann am nächsten Tag auch in den Zeitungen, durfte nichts verändert werden.
Ich kann mich an einen Satz erinnern, werde ich nie vergessen. Irgendjemand ist aus der DDR nach West-Berlin geflohen. Es gab Schüsse und der West-Berliner Senat verurteilte diese Schüsse auf den aus DDR-Sicht Grenzverletzer. Und dann hieß es in der Aktuellen Kamera zu West-Berlin, wer auf einer Insel lebt, solle sich das Meer nicht zum Feind machen. Bis heute unvergessen. Ja. Da hat dann wahrscheinlich Kurt Hager als Chefideologe gesessen, der ja. SED, und hat das wahrscheinlich selber geschrieben. Ja, hat also irgendwelche poetischen Anfälle gehabt. Und Walter Ulbricht, Staatschef der DDR zu Zeiten des Mauerbaus, hat auch beim Mauerbau selber die Meldung quasi rein diktiert, ne? Ja, das war ja so, ich war ja noch im Rundfunk zur damaligen Zeit fest angestellt, habe Fernsehen nebenbei gemacht und hatte eigentlich Rundfunkdienst und wurde am 13. August zum Fernsehen beordert. Und hier merkte ich dann, dass diese ganze Maßnahme auch für die journalistische Seite überhaupt nicht vorbereitet war. Denn ich habe musste ja den ganzen Tag diese Deklarationen lesen. Da war kein Manuskript da. Die Meldung, das wurde alles aus dem Neuen Deutschland in dieser Zeitungsschrift ausgeschnitten, aufgeklebt. Und so habe ich das dann immer live gelesen. Wir mussten das immer live lesen, weil die Aufzeichnungsmöglichkeiten damals noch nicht so waren. Die Bänder waren nicht so gut. Also man hätte es gesehen. Irgendeinen Tunnelkampf hat man dann gesehen und so ganz schwarz. Und da musste man das immer live lesen. Und dann waren auch 61 bewaffnete Soldaten im Studio, als die Mauer gebaut wurde? Also bei uns im Fernsehen nicht. Ich hatte aber am nächsten Tag, also am 14., hatte ich wieder beim Deutschlandsender Rundfunkdienst. Ja. Und als ich ins Studio ging, standen dort zwei bewaffnete Kampfgruppenmitglieder drin. Und da habe ich gefragt, was das soll. Und habe ich gesagt, dass hier niemand reinkommt und stört. Ja. Ich sage, wenn hier niemand reinkommen soll, müsst ihr draußen stehen. Solange ihr hier drinnen steht, lese ich keine Nachrichten. Sie sind dann rausgegangen, aber während ich eben drin die Nachrichten gelesen habe, liefen dann schon. Und dann wurde ich sofort abgelöst. Also nicht verstanden, die Maßnahmen des 13. August und so weiter. Ja. Und dann wurde ich auch für den Rundfunk und fürs Fernsehen zunächst gesperrt. Wie lange war das dann? Hielt sich etwa 14 Tage. Mhm. Und dann, noch länger, 4 Wochen, denn ich ging anschließend in Urlaub und als ich wiederkam, durfte ich wieder auf den Sender und auch wieder Fernsehen machen. Erinnerungen an das DDR-Fernsehen mit Klaus Feldmann, ehemaliger Nachrichtensprecher der Aktuellen Kamera hier bei Radio B2. Radio B2. Klaus Feldmann ist mein Gast. Die vielleicht etwas Älteren unter Ihnen werden ihn noch kennen. Er war Nachrichtensprecher der Aktuellen Kamera im DDR-Fernsehen. Heute schreibt er Bücher. Und wenn ich mich daran erinnere, lieber Herr Feldmann, die Struktur dieser Aktuellen Kamera war ja eher so geprägt von einer ermüdenden Einförmigkeit. Ja, sie begann also nicht mit der aufregendsten Meldung, so wie wir das heute gewöhnt sind, sondern eher so mit Schachtelsätzen und langweiliger Verlautbarung aus dem SED-Politbüro. Ja, es gab ja eine richtige Rangordnung, welche Meldungen zuerst zu kommen haben. Also an allererster Stelle standen sämtliche Aktivitäten des Generalsekretärs. Ja. Die hatten immer Spitze. Das waren immer Spitzenmeldungen. Dann ging es darum, das Leben und das Tun. Also und die Erbsenernte im Bezirk. Ja, erstmal die Arbeiterklasse kam dann die Bauern und also alles, was Innenpolitik DDR. Dann kam das sozialistische Weltsystem, die Meldungen aus Warschau, aus Ungarn und so weiter und so fort. Dann kam die dritte Welt, also die um ihre Befreiung kämpfenden afrikanischen, arabischen und lateinamerikanischen Länder. Ja, und dann kam alles andere. Ja. Und es gab einen Witz, wo dann der Nachrichtensprecher, der Nachrichtensprecher der Aktuellen Kamera hat dann zum Schluss gesagt, das war das Wetter. Wenn Sie sonst noch was wissen, liebe Zuschauer, rufen Sie uns bitte an. Jetzt hören wir, Sie haben Warschau genannt, jetzt hören wir uns mal ganz kurz an, wie Sie über Polen gesprochen haben. Das muss irgendwie in den 70er Jahren gewesen sein. Klaus Feldmann und die Aktuelle Kamera, das klang damals so. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum 40. Jahrestag der Wiedergeburt Polens herzliche Glückwünsche der Partei und Staatsführung der DDR.
und so weiter. Da ging das dann weiter. Ich habe hier einen Text, der ist wirklich original von damals. Vielleicht könnten Sie ihn nochmal so vorlesen, wie es damals war. Ich habe es richtig groß ausgedruckt und das ist so diese Girlandensätze. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, empfing heute das Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der Kommunistischen Partei Kubas, Carlos Rafael Rodriguez, Stellvertreter des Ministerpräsidenten der revolutionären Regierung der Republik Kuba. Also ich hatte immer das Problem, wenn ich das gehört habe, ich wusste am Ende des Satzes nicht mehr, wie er angefangen hat. Ging euch das auch so? Ja, aber das waren diese langen Sätze, die wir teilweise hatten. Also manchmal konnte man auch, wenn es nicht diese Wortlautmeldungen waren, das wäre eine gewesen, konnte man zum Redakteur sagen, du, mach mir mal zwei Sätze hier draus oder darf ich das verändern und so weiter. Man musste eine gute Atemtechnik haben. Um diese, ne, Schachtelsätze. Ja, Wahnsinn. Weil sie vorhin eine Meldung ansprach mit Schüssen an der Grenze. Das waren ja manchmal erst Meldungen. Wenn das Politbüro oder die Agitationskommission nun überhaupt nicht drumherum kam, diese Meldung zu lancieren irgendwo, weil es rauf und runter in den Westmedien lief, in Hörfunk und im Fernsehen, dann schrieb das Außenministerium irgendeine Meldung, also das Außenministerium ist berechtigt mitzuteilen und das und das und jenes und da so wirklich so hinterm Kopf herum, das war furchtbar. Wer nicht vorher irgendein Westmedium gehört hatte, wusste überhaupt nicht, worum es ging. Was da war denn, weil dann irgendwie Grenzverletzung kam ganz zum Schluss. Ja. Also das war immer furchtbar, diese Meldung. Wahnsinn. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben über die Pannen beim Radio und beim Fernsehen. Haben Sie denn selber auch mal ganz peinliche Situationen erlebt? Ja, ich führe das auch auf. Das ist sozusagen ein Klassiker. Das sind manchmal peinliche Dinge, die man erst gar nicht so mitbekommt. Gott sei Dank, muss ich sagen, weil man entweder kann man sich dann überhaupt nicht mehr retten. Ich hatte zu einem Jahrestag der Republik, waren Volksfeste und da hatte ich eine Meldung zu lesen und die lautete im Original, Walter Ulbricht, erster Sekretär des ZK der SED und Vorsitzender des Staatsrates der DDR und seine Gattin Lotte Ulbricht besuchten am Nachmittag die Volksfeste auf der Berliner Karl-Marx-Allee. Und nun guckt man ja im Fernsehen hoch und runter und nun muss man ja üben auch, das muss man ja trainieren, wieder in die richtige Zeile zu kommen. Und meine Version lautete, Walter Ulbricht, erster Sekretär des ZK der SED und seine Vorsitzende Lotte Ulbricht besuchten die Volksfeste auf der Karl-Marx-Allee. Ich merkte, du hast jetzt irgendwas Falsches gesagt. Ja, aber was wusste ich nicht? Ja, das passiert dann, dass man nicht mehr weiß. Genau. Und da soll man ja weiterreden, ehe man die Butter noch brauner macht und so weiter. Ja. Aber der Kameramann, der pustete und haute ab. Und das, also irgendwas war, aber was wusste ich, also weitergelesen. Ja, und dann, und die, eigenartigerweise ist auch so, die Chefs hatten auch nicht alle mitbekommen, was ich gesagt hatte, weil ein paar Reizwörter, die man hören wollte, die waren da. Genau. So, und dann haben sie sich das nochmal angehört und dann haben sie gesagt, naja, Gott. So Unrecht hat er eine Ruhe wieder nicht gehabt und so weiter. Aber so passiert das eben, nicht? Und von Ulbricht kam nichts Böses. Nein, ach, nein, überhaupt nicht. Nein, genau. Ich muss auch sagen, auch was ich in meinem Büchlein schreibe, da sind ja manchmal sehr, sehr harte Dinge drin, auch die politisch ausgelegt werden konnten, wenn man böswillig war. Ich habe keinen Kollegen erlebt, dem da irgendetwas passiert ist. Ich habe da ein Beispiel drin. Zum Beispiel beim Wetterbericht. Das war ja so, hier in Berlin, wir hörten ja auch, wenn wir zum Dienst gingen, hörten wir SFB oder RIAS Berlin und so weiter. Ja. Und wahrscheinlich hatte der eine Kollege auch sich nochmal informiert vorher, bevor er beim RIAS oder SFB informiert. Und er sagte dann, achso, und die Formulierungen waren beim Wetterbericht bei unseren Sendern, also Berlin Radio DDR und Deutschlandsender, zum Abschluss der Nachrichten der Wetterbericht des Meteorologischen Dienstes der DDR, beziehungsweise vorher hieß es mal Dienstes Potsdam. Und bei uns hieß es Meteorologischen Instituts der Freien Universität Berlin. Und der liest also Abschluss der Nachrichten der Wetterbericht des Meteorologischen Instituts der Freien, stutzt, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Und sagte dann, Deutschen Demokratischen Republik. Und es ist ihm nichts passiert, aber er musste zum Chef und der Chef hat dann gesagt, da kannst du mal sehen, wie dich der Klassenfeind verwirrt. Ja. Klaus Feldmann, Erinnerungen an das DDR-Fernsehen, übrigens auch in dem Buch Verhörte Hörer, mehr über die ganzen Versprecher und die Anekdoten hier bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Radio B2.
Klaus Feldmann ist mein Gast, ehemaliger DDR-Radio-Nachrichtensprecher und im Fernsehen lange Zeit Sprecher der aktuellen Kamera. Ein Buch hat er jetzt geschrieben, Verhörte Hörer, die Anekdoten, die Versprecher der Kollegen. Das hat sich alles so über die Jahre angesammelt, ist auch übertragen worden vom Hörensagen und so weiter. Es gibt eine Geschichte, da wird Ihnen unterstellt, Sie hätten die aktuelle Kamera mal betrunken, beschwipst moderiert. Stimmt das? Ja, das steht nicht in diesem Buch, das habe ich in meinem anderen Buch selbst geschrieben. Das waren die Nachrichten. Es war ich hatte Dienst, also im Fernsehen. Ja. Und ein Kollege hatte Geburtstag und bin ich mit hingegangen, ihm gratulieren und habe dort auch was getrunken. Kleinigkeit, nicht viel. Mhm. Und ich war also nicht betrunken oder habe gelallt oder sowas. Aber irgendwie muss in dieser Zeit bis 19.30 Uhr der Alkohol so richtig ins Blut gegangen sein. Denn ich muss dazu sagen, weil jetzt möglicherweise der eine oder der andere fragt, na, wie können denn die Chefs den dann so auf den Sender lassen? Ja, ja, genau. Also wir hatten immer um 18 Uhr war eine sogenannte Durchlaufprobe, wo sich die Chefs mal die Nachrichten anhören konnten, die Filme angucken konnten. Und die habe ich gesprochen. Und das war völlig einwandfrei, alles in Ordnung. Und danach habe ich ja auch nichts weiter getrunken. Und aber irgendwie war die Situation dann 19:30 so, dass ich sehr beschwingt, sehr locker auf den Sender gegangen bin. Und die Nachrichten eben nicht so aus, ich habe nicht gelallt oder gestottert, nicht so ausgefallen sind, wie sie... Das klang jeweils auch von mir gewohnt war. Eher wie Sat.1 als... Ja, so ein bisschen sehr locker. Die Erfolge unserer Werktätigen habe ich nicht so ernst genommen und hey, so weiter. Hey, der Honecker. Ja, und daraufhin wurde ich dann für ein Jahr gesperrt. Oh. Ja, da durfte ich also, ich habe dann in der Nachrichtenredaktion Filmberichte bearbeitet, ja. Nachrichten geschrieben, weil ich von Hause aus Journalist bin. Und dann sagt man immer, am Ende hätten Sie gesagt, das war der Scheiß von heute, das wäre Ihnen auf die Füße gefallen. Das stimmt auf keinen Fall. Ich habe mich dann danach, weil ich das so oft gehört hatte, habe ich mich dann nochmal bei meinem Chef erkundigt. Ich sagte, sag mal, ich kann mich da nicht entsinnen und so besoffen war ich ja nun auch nicht. Nein, sagte, das hast du nicht gesagt. Wenn du das gesagt hättest, wärst du nie wieder auf den Sender gekommen. Dann, wäre er nach Bautzen gekommen wahrscheinlich. Ja, und das Eigenartige war, weil sie am Anfang die Fernsehlieblinge erwähnten, das war im Februar 76, ja, als das passierte. Da war ich gesperrt, das ganze Jahr 76 und durfte im Januar 77 wieder auf den Sender. Und da wurden die Fernsehlieblinge bekannt gegeben für 1976. Und da wurde ich Fernsehliebling. Also man kann sich auch rar machen. Vielleicht das honorieren die Leute. Genau. Vielleicht gerade deshalb, sie wurden Fernsehliebling, weil sie nicht auf dem Schirm waren. So war das. Verrückte Zeit. Es gab eine Kollegin im DDR-Fernsehen, Klaus Feldmann kannte man, aber noch bekannter, richtig berühmt im Westen, war Angelika Unterlauf, die Schöne vom DDR-Fernsehen. War das eine Art Konkurrenz? Alle wollten immer Angelika sehen? Nein, also eine Konkurrenz findet natürlich immer statt. Also eine gesunde Konkurrenz. Das ist auch gut, wenn ein Wettbewerb zwischen den Moderatoren und Sprechern und auch den Redakteuren herrscht. Und so, aber so direkt nicht. Jeder hatte seinen bestimmten Platz in diesem großen Kollektiv. Und das war also nicht, dass man sich da nun zerfleischt hat im Wettbewerb. Ja, komm mal, wir hören mal ganz kurz, lieber Klaus Feldmann, Angelika Unterlauf, für die, die sich vielleicht erinnern können, sie klang so. Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Arbeiterpartei Äthiopiens wurden die offiziellen Gespräche zwischen Erich Honecker und Mengistu Haile Mariam am Vormittag abgeschlossen. Auch das war wahrscheinlich der Aufmacher der Nachrichten. Ja, bestimmt, bestimmt. Und Angelika Unterlauf war so beliebt im Westen, obwohl es hat sich unterm Strich ja wohl kein Schwein die aktuelle Kamera angeschaut, aber die Frau wahrscheinlich, ja. Einschaltquote übrigens hat man später mal rausgefunden, 10-15%. Mhm. Und dann, als die Wende kam, ging es hoch auf 30%. Und zu Angelika Unterlauf gab es ein Lied, kennen Sie das? Ja. Ja, also ich habe davon gehört, kannte es auch, aber ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Es hat tüchtig Furore gemacht. Genau, Klaus Heilbronner, ein Rias Berlin Nachrichtenredakteur, hat unter dem Pseudonym Lonny ein Lied, eine Liebeshymne auf Angelika Unterlauf gemacht. Ich glaube, das brachte ihr richtig Ärger, ne? Wie habt ihr darüber gesprochen? Ja, sie konnte ja nichts dafür, aber das war auch so eine Geschichte, wie man das behandelt hat. Das hätte man viel offener machen. Ja. Man hätte ja damit Werbung machen können für sich. Genau. Nicht? Also ich sehe das ganz anders, sehe das ganz locker, aber das war eben dann, da in der Beziehung war man sehr, sehr verklemmt. Mhm. Wobei ich sagen muss,
weil ich diese Geschichte mit der angetrunkenen aktuellen Kamera erzählt habe, davon ist ja nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Leute, die geschrieben haben, das fällt natürlich auf. Davon ist nichts an die Öffentlichkeit getrunken. Getrunken, ja. Genau. Es fällt natürlich auf, wenn ein Sprecher plötzlich nicht mehr da ist. Und da habe ich geschrieben, was macht der und wieso und so. Und da gab es zwar Gerüchte und so, aber offiziell wurde mitgeteilt, Feldmann befindet sich im Rahmen einer Qualifizierung. Ja, stimmt so, ja auch. Ja. Wenn ich, er muss. Insofern haben wir natürlich, was das betrifft, sehr, sehr ruhig gelebt. Wenn die Medien was wollten, mussten sie einen Antrag stellen und kommen. Aber die Zeit wollen sie auch nicht mehr zurück. Also, aber wenn ich dran denke, wie man heute gejagt wird als Promi, dann... Okay, also wir erinnern uns jetzt mal an Angelika Unterlauf und Angelika vom Fernsehen in der DDR, der Hit des RIAS-Redakteurs Klaus Heilbronner alias Lonny, der der Angelika eine Menge Ärger brachte. Bitteschön. Radio B2 ist hier, Chefsache-Macher im Gespräch. Klaus Feldmann ist mein Gast, ehemaliger Nachrichtensprecher des DDR-Fernsehens. Schöne Anekdoten hat er zu erzählen. Über viele Jahre von 61 bis 89 saß er vor der Kamera, hat quasi die Aufs und die Abs seiner persönlichen Karriere auch erlebt. Sie waren ja ein junger Mann, 36 geboren, Krieg als Kind, Jugendlicher miterlebt, der sehr schnell gesagt hat, ich möchte unbedingt zum Fernsehen. Da war Fernsehen ja noch gar nicht so richtig. Oliver, Fernsehen noch nicht, aber Rundfunk. Es war so, ich sage das immer kurz, in dieser Zeit war ja nach dem Krieg nicht allzu viel los. Man hat ein bisschen gebolzt, Straßenfußball und sowas alles gespielt. Aber dann kamen plötzlich junge Redakteure, ich wohnte in Leipzig, ging in Leipzig zur Schule, kamen junge Redakteure in unsere Schule und auch in meine Klasse und warben dafür für Kinder, die die Kinderfunksendungen sprechen. Und da bin ich mit einigen dorthin gegangen. Natürlich auch noch voll in Kraft der sächsischen Dialekte, nicht wahr? Da hatte ich noch nichts von Sprecherziehung. Und habe mir das angeschaut und habe Lust bekommen. Und habe dann Kinderfunk gemacht. Ja, wie ich auch. Witzig. Ja. Und das sind so die Parallelen, also Rundfunk. Und deshalb habe ich dann, das habe ich dann durchgehalten und dann hatte der Rundfunk eine eigene Ausbildungsstätte, eine Fachschule, die gleichgestellt war mit der Karl-Marx-Universität in Leipzig und hat Rundfunkleute ausgebildet. Also Rundfunkleute müssen ja ein bisschen anders ausgebildet werden als Zeitungsleute, Reportagen und so weiter. Ja, wenn man eine Zeitungsstimme hat, kann man nicht zum Radio. Nein. und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe dann auch noch Kinderfunk und Jugendfunk gemacht während meiner Lehrzeit als Buchdrucker, bin dann an diese Schule gegangen und bin dann 57 zum Rundfunk, zum Deutschlandsender als Nachrichtensprecher und Programmsprecher. Und da lege ich mal sehr großen Wert auf diese Rundfunkzeit, weil wird immer so aufs Fernsehen reduziert, aber was man gelernt hat, lernt man im Rundfunk. Genau, das ging mir auch so und ich glaube, zumindest früher war es so, dass jeder, der im Fernsehen später erfolgreich war, immer, Gottschalk ist ein gutes Beispiel, immer eine Radiokarriere darunter hatte. Die Rundfunkbasis war immer da. Ich habe das auch verfolgt, in West und Ost war das gleichermaßen. Da wurde auch sehr viel Wert darauf gelegt. Genau. Und jetzt nochmal was Interessantes aus Ihrem Lebenslauf, also in die DDR quasi hineingeboren, 36 gab es ja noch nicht, aber dann da groß geworden, zum Radio gewollt und dann bekommen Sie eines Tages ein Angebot vom Nordwestdeutschen Rundfunk, in Klammern Westdeutschland, dort zu moderieren. Und dann wollen Sie eigentlich wechseln und dann kommt die Mauer. Ja, das war im Rahmen in meiner damaligen Ehe. Ich hatte da Westverwandtschaft aus Niedersachsen und die haben gesagt, Mensch, komm zu uns rüber und so alles. Und da haben die sich erkundigt, da habe ich gesagt, ja, kann bei uns anfangen. Ja, und dann kam eben der 13. August. Wir hatten dann gesagt, naja, noch nicht gleich, wir wollen noch mal in Urlaub fahren. Wer weiß, wie es einem da geht. Also diese Vorsichtsmaßnahmen, die man hat. Und und so bin ich dann eben hier geblieben. Wobei ich sagen muss, ich will das jetzt nicht groß politisch ausdrücken, aber vielleicht war es auch gut. Ich weiß nicht, ob ich mich da unbedingt wohlgefühlt hätte von der politischen Heimat her und so weiter. Also ich traure dieser Geschichte nicht nach und wer weiß, wofür es gut war. Ja, Sie waren Ende der 50er Jahre SED-Mitglied. Politisch anders orientiert. Ja, es war mehr so ein Familiendrang, der mich dazu brachte. Nicht, also
Naja. Der Rheinländer würde sagen, gut wird gut. So ist es, ja. Genau. Klaus Feldmann bei Radio B2. Klaus Feldmann, ehemaliger DDR-Nachrichtensprecher im DDR-Radio und DDR-Fernsehen, mein Gast hier bei Radio B2. Im Buch hat er geschrieben, verhörte Hörer, ich zeig's mal in die Kamera für diejenigen, die uns bei YouTube anschauen wollen, Sprecher und Versprecher aus Funk und Fernsehen. Was ich ganz interessant fand, neben diesen ganzen Versprechern, die wir ja alle kennen, Sie haben etwas aufgearbeitet, was mich auch schon einige Lacher gekostet hat, weil ich selbst drüber gestolpert bin. Das sind Wortgirlanden, also unglaublich lange Worte, die man sinnvollerweise sich erstens vorher genauer durchliest, zweitens sie vielleicht dann mit Bindestrich schreibt. Da können lustige Sachen passieren, beispielsweise Beethovens Urin stinkt. Ja. Soll der Urinstinkt war gemeint. Genau. Ich schreibe das auch, da haben dann unsere Sekretärinnen, die die Nachrichten auch geschrieben haben, die haben dann gesagt, Leute, weil das zwar richtig, aber sinnentstellend getrennt war. Na klar. Nicht? Und da habe ich gesagt, das dürfen wir nicht mehr machen. Da müssen wir unseren Kollegen helfen und so. Nicht? Da dürfen wir diese Trennung nicht Oder auch machen. Schwerindustrie oder Schwerindustrie. Genau. Ich kenne das mal in Berlin bei einem damals bekannten Radiosender 100,6. Ich habe mir oft die Texte vorher nicht durchgelesen. Man wird ja irgendwann, kennen Sie vielleicht auch, bequem. Ja? Nach dem Motto packe ich sowieso. Und live, und dann ging es um einen Veranstaltungshinweis und dann war die Rede von einer großen Limofenparty. Und der Kollege guckt mich an, der mit mir moderiert, sagt, was ist eine Limofenparty? Ich sage, ich weiß es auch nicht. Ich fing an zu lachen. Dann haben wir wirklich uns darüber unterhalten, was könnten denn Limofen sein? Die Antwort, es war eine große Lehmofenparty. Soweit die Limofe. Wir haben mal spaßeshalber im Tierpark, haben wir da gestanden, am Tigerkäfig. Und da haben wir dort gestanden, da standen viele Leute rum, haben mit dem Witz gemacht, haben gesagt, guck mal, die Sumatratiger hier, das ist natürlich auch eine schöne Rasse. Sumatratiger. Sumatratiger. Klaus Feldmann, ehemaliger DDR-Nachrichtensprecher hier bei Radio B2. Und wie würde DDR-Fernsehen in der heutigen Zeit klingen mit Klaus Feldmann? Das hören Sie gleich. Radio B2. Eine Legende des DDR-Fernsehens. Heute mein Gast bei Radio B2 in Chefsache, Macher im Gespräch. Viele sind mit ihm groß geworden, ich auch. Klaus Feldmann. Von 61 bis 89 hat er die aktuelle Kamera moderiert. Zwischenzeitlich haben wir schon erfahren, auch mal nicht, weil er ein Gläschen zu viel getrunken hat und dann in den Innendienst versetzt wurde. Viele fragen sich ja, die das alles nicht mehr kennen, wie würde in dem Sprechduktus der DDR, in dem Schreibstil, wie würde eine Nachrichtensendung heutzutage klingen? Zu ihrem 80. vor 2 Jahren hat Bild.de sich mit ihnen den Spaß erlaubt. Man kann das bei YouTube sich anschauen und für all diejenigen, die sich fragen, könnte Angela Merkel, also wie würde das alles klingen, wenn Klaus Feldmann aller DDR-Style über Angela Merkel und so weiter spricht? Bitteschön, hören wir mal rein. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Zunächst die Übersicht. Exklusiv Interview von Angela Merkel für die Junge Welt. Die CDU setzt Kurs der sozialistischen Planerfüllungshilfe für bayerischen Bruderstaat konsequent fort. Die CeBIT, die Konsummesse Elektronisches Bitterfeld, eröffnet. Erstes Interzonenphone, kurz iPhone, vorgestellt. Sportinformationen. Roter Bulle Leipzig verliert Spitzenspiel der DDR-Oberliga. Das haben Sie schön gemacht. Das war ein toller Spaß. Ja, ja. Heutzutage Fernsehen, wenn Sie Nachrichtensendungen schauen, sagen Sie, meine Güte, bei uns war irgendwie alles anders, das war geordneter, geregelter, oder mögen Sie schon so, wie es heute locker vorgetragen wird? Nein, ich mag das schon. Kurze, knappe, sachliche Information. Wobei ich, was mir da nicht gefällt, ist... Wobei ich sagen würde, wenn ich heute Nachrichten sprechen müsste unter diesen Umständen, ich würde auch mit diesen Teleprompter arbeiten, aber mir gefällt der Teleprompter bei den Nachrichten nicht. Der gehört da nicht hin, weil er die Sprecher dazu verleitet, Mimik und Gestik zu machen zur Unterstreichung des Inhalts der Nachrichten. Und das steht einem Nachrichtensprecher überhaupt nicht zu. Der Nachrichtensprecher soll... Das war schwierig genug für uns, aber ich habe es immer versucht, so sachlich und neutral wie möglich die Nachrichten rüberbringen.
der Zuschauer oder der Hörer kann soll bewirken. Sich seine genau, Meinung genau. selbst bilden. Nun muss man ja eins sagen, früher gab es Nachrichtensprecher, heute sind das eher Nachrichtenmoderatoren, die oft sogar ihre Texte selber schreiben. Bei der Tagesschau ist es nicht der Fall, bei den Tagesthemen dann schon eher. Da verschwimmen, glaube ich, auch so diese Konturen. Ja, wobei ich immer sage, also ich habe ja eine Spezialausbildung für Nachrichten bekommen und habe mich sehr eng mit Nachrichten beschäftigt. Nachrichten taugen nicht für ein sogenanntes Infotainment. Also es muss schon sachlich bleiben. Gefühle haben dort nichts zu suchen. Es passiert schon, dass man Gefühle äußert. Also mir ist das passiert bei großen Unglücken. Wir hatten mal ein großes Unglück mit Kindern, die in die Ferien fuhren und dann bei Langenwettingen, bei Magdeburg in der Nähe, wo dann der Tanklastwagen in diesen Zug raste und die Kinder alle verbrannt sind. Und ich hatte an diesem Abend Dienst und ich war wirklich den Tränen nahe, habe geschluchzt auf dem Sender. Das lässt sich nicht vermeiden, das kommt automatisch, weil wenn man diese furchtbaren Bilder sieht. Aber selbst dann Gefühle hineininterpretieren in eine Nachricht, das gehört sich einfach nicht. Lieber Herr Feldmann, zum Abschluss Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn ich Lust habe. Wie oft haben Sie Lust? Jeden auch Tag? Sehr oft, ja. Jetzt gerade auch. Also je nach dem Motto, ein Glück ist die Sendung zu Ende, jetzt kann ich wieder fernsehen. Meine größte Niederlage? Das war diese halb angetrunkene Sendung. Meine Schwäche ist? Süßwaren, Kuchen. Wie bei mir. Meine Geburtsstadt, was verbindet Sie noch damit? Sehr viel. Ich freue mich immer, das ist ja Langenberg bei Gera, wenn ich da durchkomme, aber vielmehr auch dort, wo ich aufgewachsen bin, Leipzig. Und da freue ich mich immer, was aus Leipzig inzwischen geworden ist, was da alles entstanden ist, die Schmutzecken. Wunderschön, Klaus Feldmann, verhörte Hörer, Sprecher und Versprecher aus Funk und Fernsehen, so heißt sein Buch. Danke, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen, 82 sind Sie jetzt alt, weiterhin Gesundheit, bleiben Sie fit und hören Sie auch viel Radio. Danke, Oliver, und viel Erfolg weiter. Danke. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio.